Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Lava. Ich hoffe, die heutige Folge wird euch viel Spaß bereiten, denn sie wird mir sehr viel Schaden bereiten. Wir haben ein wenig durchgesiebt. Ich habe hier eine Menge Rohstoffe, die gerade in der Mache sind und wir haben diese netten kleinen Problemzonen hier. Wir haben hier überall Lava-Monster um unsere Base herum und die wollen unbedingt durch unsere Base durch und das ist nicht nett. Hier spawnen die zum Beispiel unten unter dem See. Und sie spawnen da vorne natürlich dann auch noch. Und ich dachte mir, wir lösen das Problem genauso, wie wir das da vorne gemacht haben, mit einem Wall aus Cobblestone-Mauern. Das große Problem an der Geschichte ist, der Wall aus Cobblestone ist nicht so einfach herzustellen und oder beziehungsweise hat eine gewisse, wie sollen wir es nennen, eine Sterblichkeitsrate beim Bau, nenne ich es jetzt mal. Wir haben hier vorne unsere netten kleinen bösen Lavamonster, die uns jetzt wahrscheinlich alle sehen gleich. Und wir müssen gucken, dass wir hier die Mauer weiterlegen. In der Hoffnung, dass das schön bleibt. Yo! Wir müssen das theoretisch hier reinlocken, damit es sich abkühlt und damit es ein Obsidianmonster wird. Okay, ist es. Es ist ein Obsidianmonster geworden, wenn es in Wasser reingeht. Bedeutet, ab jetzt prallen Pfeile an ihm ab. Nur um das Ganze. Au! Okay, sie prallen auf mich zurück. Das ist natürlich noch schlechter. Da ist noch eins. Wir müssen das weitere, was hier jetzt gerade noch irgendwo rumdackelt, wegkriegen. Du bist tot. Ich habe mich gerade dazu entschlossen, dass du tot bist. So, das haben wir weg. Kein Problem. So. Hier müssen wir noch irgendwann Sachen dazukriegen. Wir müssen hier brav weiter unsere Furnace verlesen, unsere Wells verlesen, verlegen. Danke, Katze, du kannst gut reden. Da vorne ist eine Wasserquelle. Ich hoffe, dass die Wasserquelle gegen Hypothermia hilft. Oh Mann, das ist gar nicht so einfach. Liebe Menschen, ich werde den Zaun hier weiterziehen und die Hoffnung haben, dass wir währenddessen nicht draufgehen. Damit ihr das Ganze, falls das eben Action geladen ist, nicht verpasst, während das nicht das mache, sehen wir uns hier jetzt gerade mal einen Timelapse an, wie das Ganze hier vonstatten gegangen ist. Und dann sehen wir uns gleich nach dem Timelapse wieder. Bis gleich! Keeps it dead in my mind.
like it's whatever. We could go on, but we should know better. We can't go on again, 'cause you seem like you want it bad. My head is spinning off the edge, and I'm giving in way too fast, way too fast. We can't go on. Hallo Menschen, wir haben ein kleines Problem. Und zwar sind die Lavamonster in irgendeiner Variante überhaupt nicht berechenbar, wie sie spawnen oder nicht spawnen. Das macht gerade wirklich sehr, sehr Schwierigkeiten für mich. Also es macht mir wirklich um einiges gerade schwerer, die ganze Geschichte. Denn ich weiß nicht, wieso zum Beispiel weiterhin in meiner Base, in meinem Schlafzimmer, Viecher spawnen, obwohl ich dort eigentlich alles sicher gemacht haben müsste in der Gegend. Und ich kann euch ehrlich gesagt auch nicht sagen, warum, das war knapp, warum da draußen die gesamte Zeit über die Lavamonster trotz alledem 7 Blocks von einer Lavaquelle entfernt spawnen. Das ist super random, es obliegt irgendwie keiner Logik und ja, ich finde das relativ interessant. Wir haben ein paar Problemchen damit, das Ganze deswegen logisch zu nutzen, beziehungsweise die ganzen Sachen hier logisch auszuleuchten. Und wir haben hier irgendwo ein Viech, das uns die gesamte Zeit über tot nervt. Und das werden wir jetzt suchen, denn wir haben hier noch eins, das offensichtlich irgendwo unter uns schießt. Aber wo? Wo bist du? Oh, wow. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, ja. Ich muss dich töten, ohne dass du mich abschießt. Ich will da kein Wasser runterschütten, sonst habe ich nämlich 1000 Obsidian abzubauen später. Was ist denn das? Warum bist du hier? Du gehörst hier nicht hin, Lavasee. Das ist ungewünscht, dass du hier bist. Hashtag ungewünscht, Kappa. Was ist denn los hier? Der ist mir ja vorher noch nie unter die Augen gekommen, der Lavasee. Wenn der die gesamte Zeit über einen gespawnt hat, der mich anvisieren konnte durch die Wand, dann ist das ja super nervig. Also ein relativ challenging Update, würde ich mal behaupten. Immer noch, wenn man so will. Also das Update ist ja jetzt schon ein paar Tage draußen, aber die Spielzeit ist doch mittlerweile etwas schwieriger geworden. Und wir haben auch ein Problem mit unserer Folge, denn unsere Folge sollte eigentlich heute ja, wie ich gestern angekündigt habe, für Enchantments und so weiter genutzt werden. Aber das können wir nicht. Können wir komplett vergessen. Können wir komplett vergessen. Wir können nämlich nur noch bis Level 20 enchanten, weil irgendjemand den Enchantment-Table unten auseinandergenommen hat und kaputt gemacht hat. Oder der ist kaputt gegangen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es noch nicht wieder gefixt und ich habe kein Leder mehr übrig, soweit ich weiß. Also nicht genug. Oh, ich habe Steuerung währenddessen gedrückt. Bei Not of Items würde das dazu führen, dass ich das jetzt generiere. Das würde zu 5 Regalen führen. 5 Regale. Könnten vielleicht sogar reichen. Ja, könnten sie eigentlich. Interesting. Also könnten wir eventuell doch verzaubern. Hier draußen müssen wir nur leider sagen, müssen wir kapitulieren. Wenn wir uns das mal angucken, jedes einzelne dieses Feuerflächen hier, böses Ding, wird am Ende des Tages wieder zu so einem Mini-Lava-Viech. Ich hatte vor, da vorne dann eine Brücke zu bauen, die nach da drüben führt, zu den Leuten, damit wir den Weg auch irgendwie verbinden. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Vielleicht schaffen wir das in einer der nächsten Folgen in Beiarbeit von ein paar weiteren Leuten. Aber so wie es jetzt gerade läuft, sieht das Ganze hier sehr, sehr duster aus, was wir haben. Naja, egal. Liebe Menschen, ich würde sagen, ich sammle ganz kurz die Materialien zusammen für Bücher.
Bedeutet ein wenig was davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sollte uns reichen. Und da müssen Pflanzen reinkommen eigentlich. Sugarcanes, genau. Wir müssen auch noch ein bisschen Paper haben. Wir können auch einfach Paper von hier nehmen. So, lasst uns das mal ganz kurz. Hier unten ist noch irgendwo ein Viech. Bookshelf brauchen wir. Ein Bookshelf. Einfach Bücher bauen. Wir haben das Leder nicht mitgenommen. Da ist das Leder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück sind 2 Bücherregale. 3 Bücherregale. 4 Bücherregale. Ja, 4 Bücherregale müssten reichen. Ich hoffe, dass es reicht. Das da rein. Das hier unten kriegt, nee, das lassen wir da. Das hier kommt da rein, genau. Wir haben unsere Golden Apples dabei. Was wir noch mitnehmen müssen, ist unser Lapis Baluhi. Das kommt hier oben, glaube ich, in Missingerlands. Wo ist denn unser Lapis Baluhi? Oh Mann, ich weiß gerade nicht, wo ich mein Lapis Baluhi hingelegt habe. Da oben ist es. Faszinierend. Warum bist du da oben? Da gehörst du wirklich nicht hin. Ja, Leute, wir werden jetzt mal ganz kurz schauen, dass wir wieder rüber dackeln. Ohne zu sterben, by the way. Und ohne hier alles voll mit Obsidian zu machen. Das ist nämlich auch gar nicht so einfach, wenn wir... Oh Gott, die kleinen Viecher sind so mit einer Riesen-Aggro gesegnet. Ah, okay. Wir gehen zur Monsterfalle, Leute. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir dort dann die ersten 30 Level zusammengefarmt haben. Das ist jetzt erstmal eine AFK-Aufgabe. Okay, Menschen, ich bin hier ehrlich gesagt ein bisschen sauer. Ich habe die 4 Bücherregale von uns schon wieder platzieren müssen, denn eigentlich war hier noch was und hier war, das war das Einzige, was uns gefehlt hat. Jetzt sind hier aber in der Zeit 4 abgebrochen, hallo übrigens Kuh, abgebrannt, weil hier Lavamonster wieder rumgefeuert hatten, wie blöde, durch die Wand. Und ja, wir können immer noch keine Level 30 Enchantments machen und uns geht das Zeug aus. Hier ist mir ein Wassereimer ausgelaufen, habe ich versucht zu fixen, ist eine von den komischen Schienen jetzt weggebackt. Beziehungsweise nicht mehr da, wurde zerschossen von einem von den Viechern. Das ist nicht das Problem, wir können hier eine Booster Rail hinsetzen und von zu Hause mitbringen. Aber uns fehlen hier Bücherregale. Und ich weiß nicht, wer auf die schwachsinnige Idee gekommen ist, hier die Lava stehen zu lassen. Beziehungsweise ich weiß es, das war ich. Ich dachte mir, brauchen wir ja nicht, als wir die Bahnstrecke gebaut haben. Alter, bist du da drüben? Bist du hier gerade am Rumballern, Alter? Ich schwör dir. Das große Problem, das wir haben, ist, dass hier so gut wie nichts mehr funktioniert. Es ist nichts mehr lavasicher. Es ist so gut wie alles unbrauchbar, was wir momentan immer genutzt haben. Wir sind also an einem Punkt angekommen, wo wir wirklich die Problematik haben, das Ganze hier richtig gescheit mit Produktivität fortzuführen. Mein Helm ist gerade kaputt gegangen. Böses Viech. Ja, jetzt fehlt nur noch, dass ich einmal draufgehe. Was? Warum? Ich habe dich doch gerade ausgelöscht gehabt. Hier unten drunter ist zum Beispiel auch wieder Lava. Diese ganzen Obsidianbecken, die die Leute einfach gemacht haben im Laufe der Zeit, können wir gar nicht ausmerzen, weil unsere Pickaxe zu langsam ist, um die abzubauen. Wir stehen Ewigkeiten dran, um einzelne Sachen abzubauen. Ich bin gerade so ein bisschen angesaltet, weil es wirklich ist wirklich ärgerlich, Leute. Wir kommen nicht von A nach B. Das ist wirklich schade. Wir kriegen das nicht hin, von A nach B zu kommen momentan, weil wir, egal was wir machen, wir kommen wieder und irgendwas ist kaputt gegangen. Das ist sehr, sehr schade. Booster Rail technisch kann ich hier jetzt nicht weiterhelfen. Ich muss eine holen gehen, theoretisch. Ich muss gucken, was die letzten von unseren Kauleders uns noch möglich machen. Das sind 4 Stück. Das ist ein einziges Bücherregal. Das wird uns keine 30 Level erhöhen. Bedeutet, wir müssen auch wieder Kühe züchten. Bedeutet, wir müssen wieder in Dirt gehen. Wir müssen wieder die ganzen Basics vom Anfang neu machen. Weil uns einfach sehr, sehr viel Sach gerade kaputt geht durch, ja, die Lavamonster, die wirklich absolut außer Rand und Band sind. Ist interessant auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Naja, Menschen, da ich mich schlecht von A nach B bewegen kann... Alter, nein, das ist dein Ernst, oder? Es ist böse. Du darfst mich nicht angreifen. Ich bin Katze. Lass das. Sitz, Platz, aus. Böses Ding, Dankeschön. Jetzt, böses Ding, böses Ding. Sitz. So. Euch drei kann ich auch noch ausschlagen. Leute, wir machen es folgendermaßen jetzt. Da ich heute wahrscheinlich nicht mehr besonders weit kommen werde und ich jetzt auch schon wieder ein bisschen länger aufnehme mit dem Timelapse davor, der jetzt ja leider ein bisschen, ja, wirkungslos will ich jetzt nicht sagen, aber es war so ein Tropfen auf einen heißen Stein. Auf jeden Fall möchte ich ganz gerne diese Folge an dieser Stelle beenden.
nicht auf einen traurigen Move, so von wegen, oh Katze Salty, ich möchte nicht mehr gescheit weiterspielen, sondern auf den Move, dass wir es in der nächsten Folge auf jeden Fall besser machen werden. Wir werden einiges fixen, was eventuell als Missstand da ist. Ich muss mir dafür nur einen Plan überlegen und das möchte ich ganz gerne außerhalb dieser Folge tun. Bedeutet, liebe Menschen, ich hoffe, die ganze Folge hat euch trotz alledem gefallen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei der Folge. Lasst gerne eine Bewertung da, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Und wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder. Tschüss, liebe Menschen. Throw your cranes up.